Hi, heute bei Küchenprofi, der Gemüseschneider kompakt. Kompakt, klein, in jeden Schrank passt er rein, ganz leicht aufzubauen. Schlitten rausziehen, entsichern, öffnen, aufklappen, Kurbel raus, Aufnahmetisch wieder rauf, sichern. Die Nadel befindet sich unter dem Schlitten, vorher rauszunehmen. Vorschubtisch rauf, Kurbel ran und die Nadel in das Öhr. Wir könnten jetzt auch noch unsere Messergarage öffnen. Drei verschiedene Klingen für Gemüsespaghettis zum Schneiden. Die vierte Klinge sitzt bereits in meinem Kompakt drin zum Scheibenschneiden für diese sogenannten Ziehharmonikas aus Kartoffeln. Und jetzt liegt es an euch. Seid ihr Rechtshänder oder Linkshänder? Je nachdem könnt ihr diesen manuellen Vorschub umswitchen auf die eine oder andere Seite. Für Linkshänder, die mit rechts vorschieben, mit links kurbeln möchten, ganz easy zu handeln. Oder aber auch für mich, ich bin ein Rechtshänder, ich schließe mir die Garage, damit keiner die Klinge klaut, wie zu Hause beim Auto. Drehe das Ganze um und jetzt kann ich auch die Saugfüße fixieren. Durch leichten Druck und kann jetzt also wirklich mit Elan mein Gemüse reiben, schneiden, in Gemüsespaghettis verwandeln. Ich nehme mein Schnittgut, steche den Pieker durch das Öhr, durch das Schnittgut bis auf den Aufnahmetisch oder Vorschubtisch. Hier bitte auch wieder auf die Piekse achten, sehr spitz. Und dann kann es losgehen. Ein leichter, konstanter Druck und das einfache Kurbeln ermöglicht einen super Schnitt. Und ich habe nachher eine wunderbare Kartoffelziehharmonika, die ich jetzt zu Dekozwecken nutzen kann oder aber auch frittieren kann, würzen kann, im Ofen backen kann, Kartoffelchips draus machen kann. Also ein wunderbares Ergebnis. Das Messer einfach auszutauschen gegen Gemüsespaghetti, Schneidemesser einfach einklicken, hier wieder auf den Klick achten und dann kann wieder geschnitten werden. Das Ganze wieder auf dem Vorschubtisch fixieren, ranführen und dann mit einem leichten Druck die Zucchini in wunderbare Gemüsespaghettis verwandeln. Das ist jetzt die feinste Klinge für einen Schnitt von 1 bis 2 mm Stärke. Woraus wir jetzt zum Beispiel kleine Nester machen können. Wir können darauf Fisch dünsten. Wir können das Ganze einfach als Dekozwecke auf dem Teller anrichten. Also unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Als besonderen Trick kann man natürlich auch einen super Gurkensalat zaubern, ohne Spirale. Dazu das Schnittgut einfach in der Mitte einmal einschneiden, dann wieder ganz normal einspannen. Nicht vergessen, die Schale drunter zu stellen. Au! Und wir haben prima Gurkensalat. Geht natürlich auch mit Kartoffeln, für Bratkartoffeln. Sehr dünn, also von daher auch schnell zuzubereiten. Wunderbar! So, kommen wir nun zum Säubern des Kompaktgemüseschneiders. Auch hier wieder am besten warmes oder heißes Wasser nehmen und am besten mit einer Bürste. Man sollte das Ganze, wie gesagt, nur nicht zu stark antrocknen lassen, sondern am besten gleich nach der Nutzung in den Abwasch geben. Ansonsten vielleicht 10 Minuten einweichen in warmem Wasser und dann wird das auch ganz einfach zu säubern sein. So, bleibt noch die größte Klinge, die aber das kleinste Problem darstellt.